Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserem heutigen Pressbriefing mit der Überschrift vor Beginn der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Was wird wichtig auf der COP27? Ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihr großes Interesse und auch vielen Dank an die drei Experten, die sich die Zeit nehmen, um uns mit ihrer Expertise zu unterstützen. Ich möchte dieses Pressbriefing gerne mit einem Zitat beginnen. Die Anstrengungen gegen die Erderwärmung sind ein Kampf auf Leben und Tod für unsere Sicherheit heute und unser Überleben morgen. Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein moralischer Imperativ. Gesagt hat das UN-Generalsekretär Antonio Guterres im September anlässlich der Vorbereitungskonferenz auf diese COP27. Die beginnt nun am kommenden Sonntag, am 6. November 2022, und das in einer ganz besonderen Zeit. Die Corona-Pandemie geht bald in ihr viertes Jahr. Mitten in Europa tobt ein brutaler Krieg mit all den weltpolitischen Verwerfungen und Unsicherheiten, die er mit sich bringt. Und gerade am vergangenen Wochenende verliert in Brasilien Bolsonaro die Wahl gegen Lula. Und auch das könnte wichtige Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der internationalen Klimapolitik haben. Wann immer im Vorfeld der COP etwas zu den Verhandlungen zu lesen war, tauchen immer wieder die gleichen Punkte auf. Defizite. Das Defizit bei den Ambitionen, das Defizit bei der Finanzierung, das Defizit bei der Umsetzung der gesteckten Ziele und nicht zuletzt das Gerechtigkeitsdefizit. Und aber auch die COP beginnt in einer Zeit, kurz nachdem die Weltmeteorologieorganisation WMO in ihrem jährlichen Treibhausgas-Bulletin vermeldet hat, dass die atmosphärischen Konzentrationen der drei wichtigsten Treibhausgase jeweils historische Höchststände erreicht haben. Man könnte also meinen, höchste Zeit für die Vertreterinnen und Vertreter der fast 200 Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention in Ägypten Fortschritte zu erzielen. Aber das klingt ein bisschen wie ein Refrain eines jedes Jahr im Herbst wiedergesungenen Liedes. Die Frage heute ist in diesem Jahr vielleicht doch etwas anders. Und um das zu klären, haben wir Sie zu diesem Pressbriefing eingeladen. Und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, um sich gemeinsam mit uns auf die kommenden beiden Wochen vorzubereiten. Mit Hilfe unserer drei Gäste wollen wir einen Ausblick wagen, um dann am Ende etwas besser zu verstehen, was von der COP27 zu erwarten ist. Wann wäre sie ein Erfolg? Wann wäre sie ein Misserfolg? Welche Verhandlungspunkte müssen geklärt werden und welche könnten besonders umstritten sein? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dieses Pressbriefing ist da, damit Sie Ihre Fragen loswerden können. Die können Sie gerne hier unten bei Fragen und Antworten eintragen. Wir werden uns im Teamwork darum kümmern. Wir haben in der Vergangenheit nie alle Fragen geschafft, aber wir werden unser Bestmögliches tun. Ich stelle Ihnen jetzt die drei Experten kurz in alphabetischer Reihenfolge vor, stelle dann eine Frage jeweils und dann öffnen wir auch schon für Ihre Fragen, also gerne schon ran an die Tasten. Ich beginne mit Professor Dr. Niklas Höhne. Schön, dass Sie da sind. Er ist Leiter und Geschäftsführer des New Climate Instituts in Köln und Professor für Klimaschutz an der Universität Wageningen in den Niederlanden. Er nimmt seit 1995 immer wieder an den internationalen Klimaverhandlungen teil, ist seit 2010 Mitautor des UNEP Emission Gap Reports und einer der Entwickler des Climate Action Trackers. Herr Höhne, ich habe das Pressbriefing mit einem Zitat von Herrn Guterres begonnen und er könnte auch die Frage an Sie einleiten, denn er hat gesagt, um es klar zu sagen, die kollektiven Verpflichtungen der G20-Regierung sind viel zu klein und kommen viel zu spät. Auf der Seite des Climate Action Trackers kann man sehen, dass 21 Länder bisher ihre NDCs aktualisiert haben, was nicht zwingend heißt, dass sie auch ihre Ambitionen erhöht haben. Aber 172 Länder haben noch nicht geliefert. Die Frage, die mir dabei entsteht, wie kann das sein, wenn man weiß, wie zentral dieses Instrument wirklich für den Pariser Klimavertrag ist? Und warum sollten die Länder, die sich bisher nicht gerührt haben, sich inzwischen gemüßigt fühlen? Ja, man kommt sich so ein bisschen vor wie mit einem Sprung in der Platte, dass man jedes Mal dasselbe erzählt, dass es eben nicht ausreicht. Und dieses Jahr ist es besonders ärgerlich, denn eigentlich war ja ein Erfolg der Konferenz in Glasgow, dass sich alle Länder ja akzeptiert haben, dass es nicht reicht und gesagt haben, wenn wir in 5 Jahren wiederkommen, das ist zu spät. Wir müssen im Jahr 2022 neue Ziele vorlegen. Das war eben der Plan. Und der Plan ist leider nicht aufgegangen. Es haben ja jetzt 22 oder 24 Länder was eingereicht. Und davon sind aber viele wirklich nicht neu oder längst überfällig. Also da hat sich quasi nichts getan im letzten Jahr. Und das ist sehr, sehr schlecht, denn wir sind so weit weg von dem, wo wir eigentlich hin müssen.
Ein Erklärungsversuch ist, dass natürlich nicht vorherzusehen war, dass Russland in der Ukraine einmarschiert. Das hat den Plan sicherlich durcheinander geworfen, aber trotzdem, das Klimaproblem geht ja nicht weg. Und wir stehen leider nicht sehr gut da. Aber kurz zur Teilfrage zurück. Warum sollten die Länder es ja nicht gerührt haben, da jetzt in Bewegung kommen? Ja, die Sache ist ja die, dass wir nicht nur ein bisschen weit weg sind von dem, wo wir eigentlich hin sollen, sondern richtig weit weg. Mit allen Vorschlägen, die die Länder gemacht haben, stabilisieren wir ungefähr die globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 immer noch. Sie gehen immerhin nicht mehr hoch. Das ist ja schon mal gut, aber sie würden wahrscheinlich auf ungefähr demselben Niveau sein, wie sie jetzt sind in 2030. Für das 1,5-Grad-Ziel müssten sie aber halbiert werden. Also wir emittieren auch immer noch doppelt so viel im Jahr 2030, wie es eigentlich für das 1,5-Grad-Ziel nötig wäre. Und das alles vor dem Hintergrund, dass Klimawandel nun wirklich für alle spürbar ist. Vor 20 Jahren hätte man noch sagen können, ja, wir wissen ja gar nicht so genau, was da passiert. Aber heute ist es überall sichtbar. Ja, also mit den Bränden, die wir überall sehen in Deutschland, mit dem sterbenden Wald, mit dem Hitzesommer, mit dem warmen Oktober, mit Überschwemmungen in Pakistan. Das sind so gravierende Auswirkungen, da kann keiner mehr die Augen vor verschließen. Und diese gehen nicht weg. Diese Auswirkungen werden noch schlimmer, selbst wenn wir eben bei 1,5 Grad zum Stoppen kommen. Wir sind derzeit bei 1,2 Grad. Also das muss jetzt wirklich jedem klar sein. Und deshalb wäre meine Hoffnung gewesen, dass das auch den Regierungen klar ist und dass sie deshalb nachlegen. Haben sie aber nicht getan. Danke, Herr Höhne. Dann stelle ich Ihnen unseren zweiten Experten vor und komme zu Wolfgang Obergassel. Er ist Co-Leiter des Forschungsbereichs Internationale Klimapolitik in der Abteilung Energie, Verkehrs- und Klimapolitik am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Zwei seiner Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Entwicklung des internationalen Klimaregimes und seiner Mechanismen und auch die öffentliche internationale Klimafinanzierung. Herr Obergassel, willkommen und schön, dass Sie da sind. Stichwort Klimafinanzierung. Teil des Pariser Klimavertrags war auch der Green Climate Fund, der vorgesehen hat oder für den vorgesehen war, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen, um Geld für Projekte sowohl zur Minderung der Treibhausgasemissionen als auch zur Anpassung in Entwicklungsländern bereitzustellen. Wissen Sie, wie es da aktuell mit aussieht? Und was ich immer ganz spannend finde bei dieser Debatte ist, ein bisschen losgelöst von der Debatte, kommt im Vorfeld ganz viel das Stichwort Loss and Damage auf. Können Sie uns da kurz helfen, genau zu verstehen, warum das jetzt der Fall ist? Ja, einmal was die 100 Milliarden angeht, wo wir da gerade stehen, das hängt auch davon ab, wen man fragt, weil es gibt keine Einigung international, was da eigentlich dazu gezählt werden darf. Also es ist damals 2009 in Kopenhagen ziemlich vage formuliert worden und dann auch in Paris so übernommen worden, dass es um Mobilisierung geht aus verschiedenen Quellen, öffentliche und private Quellen. Und ist aber klar, die 100 Milliarden sind verfehlt worden, aber die Größenordnung unterscheidet sich. Also die OECD, sozusagen der Club der Industriestaaten, der ist zum Ergebnis gekommen, 2020 sind ungefähr 84 Milliarden US-Dollar mobilisiert worden. Also auch nach dieser Quelle schon mal deutlich weniger als die zugesagten 100 Milliarden. Es gibt aber eben auch andere, die Entwicklungsländer beispielsweise, die da eben eine andere Definition haben von dem, was eigentlich gezählt werden darf. Da kommt man nochmal auf deutlich weniger. Aber es ist deutlich zu wenig. Damit ist ein zentrales Versprechen in der internationalen Klimapolitik gebrochen worden. Und das wird natürlich jetzt in Sharm el-Sheikh auch die Verhandlungen belasten. Und die Industrieländer sind da aufgefordert, dringend nachzubessern, dass sie diese Scharte wieder aussetzen. Was jetzt Loss and Damage angeht, das ist auch das geht eigentlich schon sehr, sehr lange zurück. Das Problem dabei ist, dass es lange nicht als richtiges Verhandlungsthema von den Industrieländern anerkannt worden ist. Wir hatten halt traditionell die Säulen Emissionsreduktion, also Verhinderung oder Abdämpfung des Klimawandels, dann Anpassung an die Folgen des Klimawandels als die zweite Säule. Es gibt aber eben auch Schäden des Klimawandels, an die man sich nicht anpassen kann. Beispielsweise dadurch, dass Land permanent verloren geht auf Dauer durch den steigenden Meeresspiegel.
Da kann man sich nicht dran anpassen, da kann man nur umsiedeln, das Land aufgeben. Und solche Schäden werden eben auch immer größer. Und die Entwicklungsländer fordern schon seit langem, dass sie auch in diesem Bereich Unterstützung brauchen. Und die Industrieländer haben sich darauf aber bisher nicht eingelassen. Auch unter anderem, ja, einerseits wegen der Größenordnung sicher, um die es da geht. Andererseits aber, weil sie befürchten, dass sie damit vielleicht in eine Haftungsdiskussion oder sogar in eine richtige juristische Haftung reinrutschen könnten. Dass man dann am Ende des Tages sagen würde, die Industrieländer haben historisch den größten Anteil an der Schaffung des Problems gehabt. Deswegen sind die Industrieländer jetzt auch juristisch dafür haftbar, die Schäden aufzuräumen bzw. zu finanzieren, die durch das Problem jetzt geschaffen werden. Und deswegen haben sich die Industrieländer bisher immer mal mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, das Thema ernsthaft zu diskutieren. Insbesondere die Finanzierung davon ernsthaft zu diskutieren. Es ist inzwischen in den Klimaverhandlungen auch offiziell drin. Es ist auch im Pariser Abkommen drin, aber eben immer nur auf einer Ebene von wir gucken uns mal an, was das Problem ist und wir gucken uns mal an, wie man da vielleicht mit umgehen kann. Aber die Entwicklungsländer fordern eben auch konkrete finanzielle Mittel, eine konkrete finanzielle Fazilität, wie das dann genannt wird, eine Facility, speziell für Loss und Damage, soll ihrer Meinung nach aufgesetzt werden, um eben auch diesen Bereich, wo es eben bisher gar keine finanzielle Unterstützung von Seiten der Industrieländer gab, entsprechend mit Geldmitteln auszustatten. Vielen Dank, Herr Obergassel, für diese ersten Ausführungen. Ich vervollständige dann die Vorstellungsrunde mit Dr. Lambert Schneider. Willkommen und danke für Ihre Zeit. Er ist Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik in der Abteilung Energie und Klimaschutz am Öko-Institut in Berlin. Seine Expertisen beschreibt er unter anderem auf seiner Webseite mit internationale Kohlenstoffmärkte und Emissionshandel und auch Quantifizierung und Anrechnung von Treibhausgasemissionen. Und da tauchen ja auch schon zwei wichtige Punkte auf, die in den vergangenen Jahren bei der COP immer sehr wichtig waren, nämlich einerseits die für den Pariser Klimavertrag so wichtigen Transparenzregeln, aber auch die Debatten um den so umstrittenen Paragraph 6, in dem es um die doppelte Anrechnung von, also das sogenannte Double Accounting ging. Und Herr Schneider ist auch Mitglied der EU-Verhandlungsdelegation in diesem Jahr bei der COP. Herr Schneider, herzlich willkommen. Meine Einstiegsfrage an Sie. Sie sind ja jetzt schon seit ein paar Tagen auch mit Kolleginnen und Kollegen in intensiven Vorbereitungsgesprächen für die COP. Haben Sie denn da schon ein Gefühl dafür entwickeln können, ob in diesem Jahr vielleicht die ganz dicken Bretter gebohrt werden können? Und vielleicht auch gerade bei den Dingen, in denen der vorhin schon angesprochene Wahlsieg von Herrn Lula eine wichtige Rolle spielen könnte? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich bin jetzt schon in Sharm el-Sheikh. Aber hier finden sozusagen parallel ganz viele verschiedene Gruppentreffen statt. Es treffen sich manche Länder, um sich zu koordinieren in regionalen Gruppen. Es gibt zu einzelnen Themenbereichen Vorgespräche oder parallele Treffen. Aber ich denke, es ist zu früh, dass man schon irgendwie sagen könnte, wohin es bei den großen Themen gehen wird. Die Verhandlung hat ja auch immer so verschiedene Komponenten. Es gibt sozusagen die große Mantelentscheidung, wo sozusagen die großen Linien festgezurrt werden. Und dann gibt es so ein technisches Arbeitsprogramm, wo sozusagen die ganze Umsetzung des Pariser Übereinkommens weiter ausgearbeitet wird. Und dann gibt es Initiativen und Ankündigungen, die auf der COP gemacht werden, die aber eigentlich mit dem Verhandlungsprogramm gar nicht so viel zu tun haben. Und ich denke, dass vor allem bei diesem zweiten Aspekt, bei den ganzen Verhandlungen zur technischen Umsetzung des Pariser Übereinkommens, sehr konstruktiv miteinander geredet wird und dass es dort weiter viel Fortschritte geben wird, sowohl bei den internationalen Kohlenstoffmärkten, aber auch bei Transparenzthemen, wo bei beiden Themen ja große Durchbrüche in Glasgow gelungen sind. Also dass eben alle Länder wirklich ihre Emissionen berichten müssen in Zeitreihen, dass es da keine Ausnahmen gibt und dass wir ein relativ robustes System haben für die internationale Anrechnung von Emissionen aus dem Emissionshandel.
Vielen Dank, Herr Schneider. Und jetzt noch eine kurze Frage an Sie drei. Ich weiß nicht, wer dann antworten möchte. Jetzt ist die COP27 ja auch der erste Klimagipfel nach der Veröffentlichung des 6. Sachstandsberichts des IPCCs. Ist zu erwarten, dass das irgendwelche Auswirkungen auf die Verhandlungen in diesem Jahr haben wird? Gerne, Herr Höhn, ich habe gesehen, Sie haben sich entstummt. Ich möchte mich auch nicht vordrängeln. Nee, natürlich. Also der IPCC ist immer sehr wichtig als Inputgeber. Nun ist in dem Bericht aber nicht viel Neues oder nichts Überraschendes drin. Ja? Also auch da steht drin, wir sind viel zu spät dran und wir müssen eigentlich Dinge komplett anders machen als bisher. Eben ehrlich gesagt in den Notfallmodus gehen, um eben schnell Emissionen zu reduzieren. Und es gibt verschiedene Handreichungen, was man da machen kann. Auf der IPCC-Bericht spricht auch von Finanzierung, dass das bei weitem nicht ausreicht und diesen Dingen. Also der ist immer sehr wichtig, weil man da nicht mehr von weg kann. Die Hoffnung ist natürlich, dass das einen Impuls gibt. Aber derzeit ist in der Tat der Impuls der Energiekrise viel, viel größer. Also der führt dazu, dass die Regierungen eben die Energiekrise als Nummer eins Thema haben und deshalb Kompromisse machen, was das Klima angeht. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und da wäre meine Hoffnung, dass diese Konferenz eben das wieder umdreht insgesamt. Allein dass dadurch, dass die Konferenz da ist, dass dann das Thema Klima wieder auf Nummer eins gesetzt wird, um eben mehr Aktivitäten zu dem Thema zu generieren. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt mit den Fragen der Kolleginnen und Kollegen beginnen. Vielen Dank, dass Sie da schon so fleißig Ihre Fragen einbringen. Die erste Frage kommt von einem Kollegen. Ich lese vor. Wie ist Ihre Einschätzung? Führt die aktuelle Energiekrise, und er nennt die Rückkehr der Kohlekraftwerke, die Lieferstopps von Gas aus Russland, führt diese aktuelle Energiekrise tendenziell zu mehr Klimaschutz durch Bewusstseinswandel und stärkeren Ausbau der Erneuerbaren, so wie es im Grunde auch die Internationale Energieagentur prognostiziert? Oder wird das eher einen bremsenden Effekt haben durch längere Laufzeiten fossiler Anlagen? Sie können Ihre Mikros auch gerne auflassen, alle die ganze Zeit, dann diese Frage, fühlt sich niemand berufen, oder? Ich könnte sicher was sagen, ich will nur nicht dauernd, wie Sie sagen. Ja. Dann Wolfgang. Können Sie was sagen? Sie haben sich auch, ja. Also ich weiß nicht, ob man das zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen kann, weil man sieht die Tendenz in beide Richtungen. Einerseits gibt es eine gewisse Beschleunigung, was Klimaschutz angeht. Nicht zuletzt auch in der EU, beispielsweise mit dem Paket zu Repower EU, was ja eine Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Energiekrise ist. Und wenn das alles umgesetzt wird, dann wird das glücklicherweise auch zum Ergebnis haben, dass die EU ihr NDC, was sie für 2030 vorgelegt hat, übererfüllen wird. Aber andererseits sehen wir ja in der Tat, wie der Kollege ja gesagt hat, auch viele gegenläufige Tendenzen, dass beispielsweise auch es letztes Jahr eine internationale Zusage der Industrieländer gegeben hat, international keine fossilen Infrastrukturen mehr fördern zu wollen. Und das ist dann jetzt dieses Jahr direkt wieder aufgeweicht worden, nicht zuletzt auf Betreiben von Deutschland auf dem G7-Gipfel, dass man gesagt hat, ja, jetzt haben wir die Energiekrise, jetzt müssen wir aber doch nochmal beispielsweise die Förderung von Erdgas und Verschiffung von Flüssiggas auch international finanzieren, weil wir eben kurzfristig Energie brauchen. Insofern gibt es in der Tat die beiden gegenläufigen Tendenzen. Ich weiß nicht, ob man unterm Strich das derzeit schon absehen kann, in welche Richtung dann das Pendel ausschlägt. Es sei denn, Niklas hat das schon ausgerechnet. Nee, haben wir nicht, weil ich würde das genauso sehen, dass man es eben noch nicht sagen kann, wie du schon sagtest, Wolfgang. Langfristig kann das sicherlich einen positiven Impuls haben, weil jetzt auch wirklich der Letzte verstanden hat, dass wenn man sich auf billiges Gas verlässt, ist das sicherlich sehr risikoreich. Also wenn man heute eine Wärmepumpe kaufen will, dann muss man 2 Jahre warten. Also da passiert einiges derzeit im Umdenken. Auf der anderen Seite wird kurzfristig aber sehr viel Gegenläufiges gemacht. Also Kohlekraftwerke werden wieder angeschaltet und eine große Menge von neuer Infrastruktur wird derzeit gebaut für fossile Energien, also neue Gasfelder angebohrt, neue Pipelines gebaut, neue Flüssiggasterminals
werden genehmigt und gebaut. Und wenn diese ganze neue Infrastruktur tatsächlich gebaut wird und tatsächlich läuft bis zum Ende der Lebenszeit, dann schaffen wir das 1,5-Grad-Ziel auf gar keinen Fall. Also das gilt es zu verhindern. Aber langfristig kann das sicherlich positiv sein. Also noch ist es unentschieden. Ein Kollege fragt, welche Chancen sehen Sie, China konstruktiv in die COP einzubinden? Und was mir da sofort in den Sinn kommt, ist ja auch die Spannung, die wegen des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine zwischen China und den USA spürbar sind, die ja im vergangenen Jahr doch einige, sagen wir mal, positive Schwingungen haben verspüren lassen. Schneider, gerne. Ja, vielleicht kann ich was dazu sagen. Also China hat sozusagen die ganzen letzten Jahre eigentlich auf dieser technischen Arbeitsebene konstruktiv mitverhandelt. Die sind gut vorbereitet. Sie haben natürlich Positionen, die zum Teil abweichen natürlich von der EU-Position. Aber es ist eigentlich in den technischen Arbeitsprogrammen immer gelungen, gute Kompromisse zu finden. Also ich sage mal zum Beispiel das Thema Transparenz, das war ein Thema, wo China lange sozusagen sich gewehrt hat, dass es eben wirklich seine Emissionen berichtet und am Ende wurden aber, oder die regelmäßig berichtet in Zeitreihen und am Ende wurden aber wirklich gute Kompromisse gefunden, wo auch China eine zentrale Rolle beigespielt hat, dass eben viel umfänglicher berichtet wird, welche Emissionen aus den Ländern kommen. Und jetzt in 2024 müssen alle Länder dann Berichte vorlegen, auch China, wo dann wirklich umfassend berichtet wird und dem haben die zugestimmt. Was vielleicht auch noch, weil das im Chat kam, interessant ist, die Frage nach Russland. Auch da war es jetzt bei der letzten Verhandlungsrunde im Juni so, dass auf diesen technischen Ebenen sozusagen weiter verhandelt wurde, natürlich mit einem komischen Gefühl, aber dass sozusagen diese Weltpolitik, ich glaube, es hatten viele auf dieser technischen Ebene ein Interesse daran, sich daran nicht festzuhalten, sondern mit dem Klimathema weiterzumachen und da weiter zu verhandeln. Und in bestimmten Arbeitsgruppen hat sich Russland auch in ähnlicher Form wie in der Vergangenheit eingebracht. Also es gab dann natürlich schon politische Eklats, insbesondere bei der letzten Verhandlungsrunde, wo Russland dann sozusagen angefangen hat, von dem Krieg zu sprechen und sehr, sehr viele Delegierte den Verhandlungsraum verlassen haben. Aber das ist eher die politische Ebene. Auf technischer Ebene hat es eigentlich einen weniger großen Einfluss. Jetzt kam man gerade von der Geopolitik, deswegen leite über zur Klimapolitik, denn eine Kollegin fragt, wie kann man denn angesichts dieses völligen Nichteinhaltens des Glasgow-Versprechens, und sie bezieht sich damit auf die NDC-Frage, die wir am Anfang besprochen haben, Herr Höhne, wie kann man angesichts dessen überhaupt noch etwas darauf geben, was dieses Jahr am Ende verabschiedet wird? Und da möchte ich das mit der Frage kombinieren, was denn das minimalste Ergebnis wäre, was Sie zumindest bei dieser COP erwarten würden. Soll ich da mal anfangen? Gerne. Also ich denke, wenn man in diese Konferenz reingeht und wenn man sie bewerten will, ist es immer wichtig, welchen Maßstab man anlegt. Also einerseits ist das Grundproblem ja, dass wir eine grundlegende Transformation der gesamten Weltwirtschaft brauchen, die vermutlich nur mit der Industrialisierung vergleichbar ist in ihrer Tiefe und Breite, was alles umgebaut werden muss. Und sowas braucht grundsätzlich erstmal Zeit. In der Vergangenheit hat sowas 50 Jahre oder noch länger gedauert, so eine tiefgreifende Transformation. Das Problem ist hier halt, dass wir unter Zeitdruck sind. Aber es ist sozusagen von der Sache des Problems her, ist es erstmal nicht so überraschend, dass es langsam vorangeht. Und das Zweite, was jetzt die Konferenz an sich angeht, ist, muss man eben auch immer klar haben, was so eine Konferenz leisten kann. Es ist eben keine Weltregierung, sondern wir haben ein System souveräner Staaten, die alle für sich entscheiden. Und im Pariser Abkommen ist ja dann auch nochmal ganz explizit gemacht worden, es sind nationally determined contributions. Es ist nicht irgendwie top-down, sondern die Länder legen für sich selber fest, was sie beitragen wollen. Und was diese Konferenz leisten kann, was Niklas Höhne ja auch schon angesprochen hat, ist eben, das Thema auf der Tagesordnung halten,
oder überhaupt wieder auf die Tagesordnung bringen, wo es ja in den letzten Jahren durch Pandemie und jetzt den Krieg immer wieder auch runtergedrängt worden ist. Also das ist schon eine, das wäre schon eine ziemliche Leistung, dass das Thema wieder zentral auf der politischen Tagesordnung ist und ja, halt einen politischen Moment zu schaffen. Das ist eine weitere wesentliche Funktion dieser Konferenz, dass halt jedes Jahr allein dadurch, dass es diese Konferenzen gibt, jedes Jahr müssen die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger Rechenschaft ablegen. Was machen sie? Können sie nicht noch mehr machen? Und sind dabei dann eben auch im Auge der Öffentlichkeit und Akteure wie Fridays for Future und andere können das dann eben auch nutzen, um politisch zu mobilisieren und Druck auf die Regierenden auszuüben. Also das ist in meinen Augen die wesentliche Funktion dieser Konferenzen, sozusagen als Schrittmacher zu dienen und idealerweise dann eben, dass es dann ein Wechselspiel gibt, dass die Konferenz die nationalen Diskussionen befördert, dass es dann auf nationaler Ebene weitergeht und dann wiederum die Fortschritte auf nationaler Ebene in die internationale Ebene zurückgespielt werden können, sodass da dann auch wieder ambitionierter wird. Und ja, was eben, ja, und insofern, ja, letztendlich ist es dann aber auch erstmal wieder das Abspielen der Platte, dass die NDCs ambitionierter werden müssen. Was hoffentlich neu wird, ist ein Arbeitsprogramm, das letztes Jahr in Glasgow beschlossen worden ist. Dort ist beschlossen worden, es soll ein Arbeitsprogramm geben zur Verstärkung des Ehrgeizes und der Umsetzung beim Klimaschutz. Und die Konferenz in Sharm el-Sheikh soll jetzt die Details dieses Arbeitsprogramms definieren. Und das ja, ist für uns eine wesentliche Messlatte. Kommt es überhaupt dazu, dass es dazu einen Beschluss gibt? Bei den Zwischenverhandlungen im Juni in Bonn ist man da leider formal überhaupt nicht weitergekommen. Und dann aber auch, dass es möglichst konkret wird, dass man ja, davon wegkommt, was leider die Klimakonferenzen bisher immer sehr stark definiert hat, über die globalen Emissionen zu reden und die globale Emissionslücke und dann globaler Aufruf, dass alle sich mehr anstrengen müssen. Was dieses Arbeitsprogramm unserer Meinung nach leisten müsste, wäre, dass die Staaten mal konkret werden, konkret miteinander diskutieren, woran hapert es eigentlich, was sind die Barrieren, aber auch die Möglichkeiten und wie kann man dahin, dass man diese Barrieren dann auch wirklich überwindet. Was sind die Instrumente und die Staaten dann am Ende des Tages auch zusagen, dass sie die Ergebnisse dieses Arbeitsprogramms dann auch in ihre NDCs übernehmen werden. Ein Teil Ihrer Antwort schließt gut die Frage einer Kollegin an. Sie fragt, welche Rolle spielt der diesjährige Konferenzort in Ägypten? Könnten in diesem Jahr mehr Abgeordnete aus afrikanischen Ländern teilnehmen, was wiederum eher Themen wie Loss and Damage auf den Tisch bringen könnte? Ja, Lamba, du bist schon da. Das ist ja, also es nehmen natürlich bei jeder Konferenz Teilnehmer aus allen Staaten teil. Es ist vielleicht eher so, dass es für manche NGOs aus afrikanischen Ländern ein bisschen einfacher ist, hierher zu kommen. Aber auch da gibt es NGOs aus allen Ländern, die an den Klimakonferenzen teilnehmen. Ich denke, es setzt insofern einen Einfluss, dass es in Ägypten ist, als dass die ägyptische Präsidentschaft natürlich Einfluss auf die Agenda hat und insbesondere auf diese Mantelentscheidung, die ich vorhin erwähnt habe, also was sozusagen in die politische Entscheidung reinkommt. Und da ist klar, dass Themen wie Klimafinanzierung, Verluste und Schäden sicher eine wichtige Rolle spielen, neben dem Arbeitsprogramm zur Minderung. Ja, und zusätzlich vielleicht noch, genau, also die Präsidentschaft hat immer sehr großen Einfluss auf, wo die Themenschwerpunkte gesetzt werden. Und dadurch, dass es eben in Afrika ist, ist dann auch eben ein Themenschwerpunkt Afrika, was wir mit Loss and Damage sehen. Wir sehen es aber auch, ein im Vorfeld sehr diskutiertes Thema ist Gas. Und sehr viele afrikanische Staaten haben Gasvorkommen, die noch nicht ausgebeutet sind und drängen darauf, dass man das tut. Es ist ja, also die Industriestaaten oder viele haben sich eben verpflichtet, solche neuen Entwicklungen nicht mehr zu unterstützen in Glasgow.
also neue fossile Projekte im Ausland nicht mehr zu unterstützen. Und da ist genau jetzt eben hier diese Diskussion, ob das passieren soll oder nicht. Für afrikanische Staaten ist es auf den ersten Blick mal attraktiv, die Ressourcen auszubeuten, aber auf den zweiten Blick ganz bestimmt nicht. Also wenn man sich anschaut, was die Alternative wäre, nämlich die Erneuerbaren auszubauen, dann gibt es da sehr viele ökonomische Vorteile, der Zusatznutzen würde sozusagen verteilt auf viele und wird nicht von internationalen Unternehmen abgeschöpft. Entstehen sehr viel mehr Arbeitsplätze, wenn man Erneuerbaren entwickelt, anstatt der fossilen Energieträger. Die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern, die eben den fossilen Pfad genommen haben, ist gar nicht wirklich besser als die von anderen Ländern, die einen anderen Pfad genommen haben. Also das ist auch, obwohl es vielleicht auf den ersten Blick attraktiv aussieht, keine gute Idee und fürs Klima sowieso nicht. Wenn wir tatsächlich 1,5 Grad einhalten wollen, dann dürften wir gar keine neue fossile Infrastruktur mehr bauen. Nirgendwo, also nicht in Europa, aber eben auch nicht in Afrika, da muss das eben mit Alternativen gehen. Und diese Alternativen sollten die Industrieländer unterstützen. Das ist ihre Verpflichtung im Rahmen des Klimaschutzabkommens. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, über das Thema Loss and Damage. Und vielleicht haben Sie es gesehen, es sind wirklich eine ganze Bündel von Fragen zu dem Thema reingekommen. Und ich versuche, die mal in einen Fragenkomplex zu kondensieren. Zunächst auch hier die These, dass Loss and Damage das Thema der COP werden könnte. Da kommt einmal die Frage, ob es möglicherweise sich spontan bildende Koalitionen auf der COP geben könnten, die dort einen konkreten Mechanismus verabreden. Aber eben auch die Frage danach, wer speziell bei diesem Thema die COP blockieren könnte. Ja, also es wird direkt schon mal spannend, weil, also Loss and Damage ist, es wird direkt am ersten Tag schon mal spannend, weil Loss and Damage ist zwar grundsätzlich auf der Tagesordnung, aber die konkrete Forderung der Entwicklungsländer, eine konkrete Finanzierungsfazilität einzurichten, ist so nicht auf der Tagesordnung. Das haben die Entwicklungsländer jetzt beantragt, dass das noch hinzugefügt wird. Wenn wir Pech haben, kriegen wir da direkt am ersten Tag schon einen großen Tagesordnungskampf. Hatten wir in der Vergangenheit immer mal wieder. Das würde die Konferenz natürlich direkt sehr negativ belasten. Und letztendlich haben wir aber auch keine Kristallkugel, denke ich. Also die Industrieländer haben in letzter Zeit versucht, sich was einfallen zu lassen, kompromissbereiter zu geben. Die G7 hatte als eines der Ergebnisse ihres Gipfels im Sommer die Initiative eines sogenannten Global Shield. Das wäre eine Versicherungslösung für solche Schäden, die durch den Klimawandel ausgelöst werden. Das könnte ein Schritt in die Richtung sein, eine Vereinbarung zu finden. Ist aber gleichzeitig, muss man auch ganz klar sagen, dass es den Entwicklungsländern nicht ausreicht, weil eine Versicherungslösung, erstmal ist das gar nicht so trivial, solche Schäden dann zu versichern. Und zweitens sind Versicherungen ja auch immer mit Kosten verbunden. Und es sind massive Schäden, die in den Entwicklungsländern inzwischen schon eintreten, wo teilweise die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern um mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zurückgeworfen wird. Wenn man beispielsweise das ansieht, was wir dieses Jahr in Pakistan für Überschwemmungen haben. Und ja, vielleicht können die Kollegen da noch ergänzen, aber es wird darauf ankommen, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft, um zu einer Vereinbarung zu kommen, mit der alle leben können. Vielleicht kann ich da kurz noch die Frage einer Kollegin reinnotieren, die fragt nämlich, von welchen finanziellen Dimensionen sprechen wir, wenn es für Loss and Damage konkrete Vereinbarungen geben wird? Ist das abzuschätzen? Ja, genau das ist das Problem. Ne? Also die Industrieländer, insbesondere die USA, ist sehr, sehr, sehr zurückhaltend, was das angeht, weil es im Endeffekt ja endlos sein kann. Wenn es darum geht, dass ganze Länder nicht mehr bewohnbar sind, also von umziehen müssen sozusagen, das ist irgendwann nicht mehr bezahlbar sogar. Und deshalb ist es so schwierig, da überhaupt weiterzukommen. Und ich bin nicht sicher, ob da tatsächlich Möglichkeiten ist, sich zu bewegen, weil das so kategorisch abgelehnt wird von den Industrieländern, weil es eben
so open-ended ist. Und die einzige Lösung dazu wäre, ja sozusagen das Wort Reparation, das nimmt man in dem Zusammenhang eigentlich nicht in den Mund, aber die Idee, dass man das einmal auf den Tisch legt und sagt, okay, das ist das Gesamtpaket und damit haben wir das Problem gelöst und dann ist es vom Tisch. Und dann ist es eben nicht offen, sondern es ist gedeckelt sozusagen. Das wäre eine Möglichkeit, aber das wird sicherlich nicht das sein, was hier in Sharm el-Sheikh rauskommt. Aber das ist wenigstens eine Möglichkeit zu gucken, dass man da irgendwie auf den grünen Zweig kommt. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zur Dimension. Wir hatten ja letztes Jahr die Flutkatastrophe hier in Deutschland. Da hat Scholz damals als Finanzminister, ich glaube, 40 Milliarden Euro mobilisiert. 30, meine ich. 30, okay, aber immerhin, die Größenordnung. 30 Milliarden Euro mobilisiert, allein für die Schäden durch ein Extremwetterereignis in einem Jahr, in einem Land. Und auch nochmal zum Vergleich, wir haben vorhin geredet über die 100 Milliarden Finanzzusage. Das ist dann, soll für alle Entwicklungsländer reichen, für Emissionsreduktion und Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Und Loss and Damage ist da, wie vorhin diskutiert, noch nicht mal mit drin. Also letztendlich geht es wirklich um sehr viel Geld, was aber letztendlich eben auch nötig ist, weil die Schäden sind da und die Anforderungen, Emissionen zu reduzieren, sind auch da. Aber das ist in der Tat die Größenordnung. Mhm, vielen Dank. Herr Schneider, vielleicht die Frage an Sie. Weil wir gerade auch über diese Global Shield Against Climate Risks, diese Initiative der G7 gesprochen hatten. Im vergangenen Jahr gab es auch jede Menge Initiativen, also das Methane Pledge zum Beispiel oder auch die Initiative zur Beendigung der Regenwaldabholzung. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was aus diesen Initiativen so alles geworden ist. Ich habe jetzt im Vorfeld gehört, dass möglicherweise die ägyptische Regierung etwas zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN plant, dass Dänemark möglicherweise eine Global Offshore Wind Alliance starten könnte. Wissen Sie, ob sich da schon Initiativen irgendwie gerade bilden und auch was aus den Initiativen im vergangenen Jahr geworden ist? Ja, diese Initiativen sind auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist da auch Skepsis angesagt. Denn oft werden da Ziele gesteckt, die dann nicht eingehalten werden. Also nur mal ein Beispiel. Es gab schon vor vielen Jahren eine New Yorker Erklärung zum Stopp der Entwaldung bis 2020. Das wurde dann nicht erreicht. Und dann hat man halt in Glasgow gesagt, okay, jetzt stoppen wir die Entwaldung bis 2030. Und das wurde dann als neue große Initiative verkauft. Aber im Prinzip ist das einfach nur eine Verschiebung eines vorherigen Ziels gewesen. Und also wir haben auch bei diesen Initiativen das Problem, dass es oft keine Umsetzungsstrategien gibt oder keine sehr detaillierten Umsetzungsstrategien, dass es manchmal kein Monitoring gibt, ob diese, das dann später überprüft, ob diese Initiativen überhaupt eingehalten werden. Und natürlich ist es dann oft attraktiv, eine Initiative zu verkünden, aber wir finden es vor allem wichtig, dass wenn solche Initiativen gemacht werden, dass es tatsächliche Umsetzungspläne gibt und auch wirklich ein Monitoring. Und wahrscheinlich wird es dieses Jahr wieder einige Initiativen geben, da stecke ich im Detail nicht drin, wo die jetzt gerade stehen. Aber das ist so ein bisschen das Grundproblem von diesen Initiativen, dass sie auf Freiwilligkeit basieren natürlich und die Umsetzung dieser Initiativen. Vielleicht noch dran anzuknüpfen, in der Tat. Und wir haben uns ein paar dieser Initiativen, die in Glasgow initiiert worden sind, angeschaut. Und am Anfang in Glasgow noch war es ja so, dass hauptsächlich die Länder unterschrieben haben, die das sowieso schon tun. Ja, also die Länder, die sowieso den Verbrennungsmotor ein Enddatum gesetzt haben, die haben das unterschrieben, aber eben nicht Deutschland oder nicht Frankreich und nicht China. Oder die Länder, die schon Methan, also reduzieren, die haben die Methaninitiative unterschrieben, aber eben auch nicht China in dem Fall, der größte Methanemittent. Das ist auch normal so, denn diese Initiativen sollen ja eigentlich das zeigen, dass diejenigen, die dies machen, das ist gut, aber wieso sind die anderen nicht dabei, wieso machen das die anderen nicht? Und damit der Prozess funktioniert, muss dann in
den Folgejahren oder in dem Folgejahr ein diplomatischer Prozess stattfinden, dass dann mehr Länder in diese Initiativen reingeholt werden. Und eine Idee war ja, dass die USA mit China zusammenarbeiten und die USA wollte China eben reinholen in diese Methaninitiative. Das ist jetzt auch alles wegen der Energiekrise nicht, hat nicht stattgefunden. Und insofern hat sich, wenn man das von oben betrachtet, bei diesen Initiativen fast nichts getan. Also die Mitgliedschaft in diesen Initiativen hat sich fast nicht geändert über die letzten 11 Monate. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders, sondern da sollte ja eigentlich was passieren. Und die einzige Hoffnung ist, dass das nicht dieses Jahr passiert ist, sondern eben vielleicht nächstes Jahr passiert. Hoffentlich hat man dann mehr Luft für solche diplomatischen Aktivitäten. Und dann nochmal ergänzend die Frage nach zwei konkreten Initiativen von einer Kollegin, also nicht Initiativen von der Kollegin, sondern die Frage nach zwei kommt von der Kollegin. Welche Rolle spielen aktuell die Just Energy Transition Partnerships oder die High Ambition Coalition und werden solche Formate eher der Weg der Zukunft sein? Ja, zu den Just Energy Transition Partnerships. Das ist so ein bisschen für mich ein Highlight hoffentlich oder eine wichtige Sache, die hoffentlich bei der Konferenz rauskommt. Wenn wir schon nicht Ambitionserhöhungen haben in den ganzen Bereichen, dann vielleicht eben bilaterale Partnerschaften, wo eben eine Gruppe von Geberländern eine ambitionierte Aktion unterstützt in einem Entwicklungsland. Das hat in Glasgow angefangen mit der Unterstützung 8,5 Milliarden für Südafrika für den Kohleausstieg. Und es finden derzeit Diskussionen statt, eben mit Indonesien, der Präsidentschaft von der G20 und mit einigen anderen Ländern. Und diese beispielhafte Kooperation ist für mich eigentlich ein Schlüssel, zu zeigen, ja, auf der einen Seite meinen es die Geberländer ernst, sie legen signifikant Geld auf den Tisch. Auf der anderen Seite ist bei den Ländern, die das Geld aufnehmen, die Bereitschaft da, wirklich transformativ aktiv zu werden, aus Kohle auszusteigen oder in anderen Dingen aktiv zu werden. Und solche Beispiele von kleineren Gruppen sind oft der Kern für eine größere Transformation und etwas, was dann im Gesamtabkommen von allen mit aufgenommen wird. Und deshalb hoffe ich sehr, dass während der Konferenz es noch zu solchen Partnerschaften kommt. Viele von denen sind in der Vorbereitung, aber die sollen dann dort eben verkündet werden. Mal gucken, was dabei rauskommt. Die Frage eines Kollegen lautet, welche Chance geben Sie angesichts des politischen Stillstands den internationalen Klimaverhandlungen noch, die Erderwärmung zu begrenzen? Und wird sich möglicherweise die Debatte um die Sinnhaftigkeit der COPs verstärken? Herr Schneider? Ja, da sage ich gerne was dazu. Also da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Perspektiven drauf. Ich glaube, dass der multilaterale Prozess extrem wichtig ist. Also natürlich sind wir mit den Klimazielen nicht dort, wo wir sein sollen. Das hat ja Niklas Höhle sehr klar gesagt. Aber für mich war das Pariser Übereinkommen wirklich eine Sternstunde der internationalen Klimapolitik. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, zu so einem Abkommen zu kommen. Und ich bin mir sozusagen sicher, dass wir ohne dieses Abkommen und dessen Umsetzung noch deutlich weniger ambitionierte Klimaziele hätten. Also es ist halt immer die Frage, wo lege ich die Messlatte an? Wir sind sozusagen noch weit davon entfernt, was wir tun müssen. Aber wir sind mit dem Abkommen auf einem Weg, wodurch das Abkommen schon aus meiner Sicht wirklich sehr viel ermöglicht hat, was vorher nicht möglich war. Und es ist natürlich oft so, dass man sich in diesen internationalen Prozessen nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Das sind sozusagen UN-Prozesse, wo man sich im Konsens ja einigen muss. Das haben die so in sich. Aber dieser kleinste gemeinsame Nenner verschiebt sich halt mit der Zeit. Und auch die Länder, die sozusagen blockieren, verschieben ab und zu dann doch ihre Haltung und man bewegt sich sozusagen vorwärts. Und es ist sozusagen aus meiner Sicht wichtig, dass wir uns nicht alleine auf diese UN-Klimakonferenzen verlassen. Es ist wichtig, dass jedes Land vorangeht und so viel macht, wie es nur geht. Aber dieser Prozess ist trotzdem sehr wichtig, um eben alle an Bord zu holen und gemeinsame Regeln auch zu haben, nach denen Klimaziele zum Beispiel bilanziert werden, damit nicht jeder sich einfach nur irgendwie schön rechnen kann. Wenn ich da kurz noch anknüpfen darf, jetzt sitzen hier drei Veteranen, die im Klimaprozess schon lange unterwegs sind. Also wir sind wahrscheinlich alle drei sehr für diese Klimaverhandlungen und dass sie einen sehr signifikanten Beitrag leisten zu dem. Um das vielleicht
deutlich zu machen, in dem Projekt Climate Action Tracker rechnen wir mal die Temperatur aus am Ende des Jahrhunderts, die wir erreichen, wenn Länder all das tun, was sie versprechen. Und da haben wir 2009 angefangen und die erste Zahl, die wir hatten, war 3,5 Grad. Katastrophaler Klimawandel, das geht wirklich gar nicht. Das war 2009. Heute mit allen Versprechungen, die Länder machen, die auch wirklich belastbar sind, also die Versprechungen nur bis 2030, sind wir ungefähr bei 2,5, 2,4 Grad. Das ist ein Grad besser als vorher. Das ist gut, ist aber immer noch katastrophaler Klimawandel. Wenn man dann noch die Versprechen hinzunimmt, dass Länder tatsächlich komplett aus Kohle, Öl und Gas aussteigen wollen, also klimaneutral werden wollen und selbst die Versprechungen von Russland und Saudi-Arabien mit einbezieht, die vielleicht auf wackeligen Beinen stehen, aber nehmen wir mal an, das wird alles erreicht, dann kommen wir so niedrig hin wie 1,8 Grad. Und das ist eben zum ersten Mal überhaupt, sind diese Ziele in Reichweite. Wir haben sie noch bei weitem nicht erreicht und es gibt viel zu tun. Aber über die Jahre hat sich das Bild verbessert und das muss man dann eben auch festhalten. Ein Kollege schreibt, dass laut gestriger Mitteilung der Pressestelle der COP etwa oder bis zu 45.000 Teilnehmende erwartet werden. Und er fragt, wie beurteilen Sie die gestiegenen Teilnehmendenzahl als Indikator für die Wichtigkeit? Oder besteht am Ende sogar das Risiko, dass zu viele Akteure sich gegenseitig blockieren? Ja, ich denke eher, es ist ein Indikator für die Wichtigkeit. Man muss dazu sagen, so eine Klimakonferenz, es gibt den Verhandlungsprozess, da sind jetzt nicht viel mehr Leute involviert als in der Vergangenheit, wo sozusagen wirklich die Regeln verhandelt werden. Aber es ist sozusagen auch ein Ort, wo sich alle Leute, die in dem Themenfeld aktiv sind, treffen. Also neben dem eigentlichen Verhandlungsprozess gibt es sozusagen ganz viele Side-Events, wie so eine Art Messe muss man sich das vorstellen, wo es Austausch gibt über Initiativen, über Wissenschaft und so weiter. Also es ist einfach das jährliche größte Event zum Austausch auch zum Thema Klimawandel. Ist es die größte COP aller Zeiten? Wissen Sie das? Also wenn es 45.000 werden, dann wäre es die größte COP. Die letzte COP in Glasgow war schon die größte COP aller Zeiten. Dort lag es deutlich über 30.000. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf. Insofern wäre es nochmal wiederum eine erneute Steigerung. Ja. Aber was Lambert schon gesagt hatte, dass eben nur ein sehr kleiner Teil von diesen 40.000 ist wirklich an den offiziellen Verhandlungen beteiligt. Also ich würde sagen, da geht es um ungefähr 1.000 Teilnehmer, die wirklich in den Verhandlungen das Wichtige tun. Und alle anderen machen eben das Drumherum, das Messeartige, ne? Dass man sozusagen zusammenkommt als Community und sich gegenseitig austauscht und sieht, wie man eben weiterkommen kann im Klimaschutz. Ja, mit Blick auf die Uhr muss ich sagen, ich habe ein Lied aus einer Zeichentrickserie meiner Kindheit im Hinterkopf. Es ist, die Zeit ist wieder gerast tatsächlich und deswegen würde ich gerne zur Abschlussrunde kommen. Und wie ich Ihnen angekündigt hatte, würde ich gerne nochmal bitten, Höhne mit Ihnen beginnt, auch ob Sie vielleicht für uns nochmal in kondensierter Form, gerade nachdem Sie jetzt auch sehen, welche Fragen die Journalistinnen und Journalisten interessieren, was für Sie die wichtigsten Punkte bei der COP sind und wann Sie sagen würden, das war wirklich ein Erfolg oder hier ist sie hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Ja, ich habe meine Erwartungen an diese Konferenz relativ niedrig gehalten. Das Allerwichtigste wäre für mich, dass die Konferenz das Thema Klimaschutz wieder an Nummer 1 setzt, vor der Energiekrise, weil die Schäden, die wir aus Klimawandel zu erwarten haben, deutlich größer sind und ja existenzbedrohend sind und wir verhalten uns noch nicht dementsprechend. Das wäre für mich das Allerwichtigste. Ich glaube, dass der Prozess von neuen nationalen Zielen und auch neuen Initiativen und neuer Teilnahme an Initiativen, das ist nur sehr schleppend vorangekommen. Und das glaube ich nicht, dass es hier bei der Konferenz sich ändern wird. Da wäre meine Hoffnung, dass man sich auch leider wieder darauf einigt, dass man das im nächsten Jahr versucht. Da gibt es im September nächsten Jahres einen großen Gipfel. Und ich würde hoffen, dass das geht. Wir haben eigentlich die Zeit nicht, das zu verschieben. Aber gut, so ist die jetzige Situation. Und der wichtige Punkt, wo ich hoffen würde, dass es zu Fortschritten kommt, ist bei diesen Klimapartnerschaften, den Just Energy Transition Partnerships, dass sich hier einzelne Länder bilateral oder in kleineren Gruppen zu sehr ambitionierten Dingen zusammenfinden und sagen, wir setzen das um auf der einen Seite und wir finanzieren das auf der anderen Seite. Dankeschön, Herr Obergassel. Wie würden Sie das beschreiben? Sie sind noch stumm geschaltet. Entschuldigung. Ja, also ich würde alles unterschreiben erstmal, was Niklas Höhne gerade gesagt hat. Ich würde vielleicht noch
ergänzen, dass die Konferenz hoffentlich dazu beiträgt, Niklas Höhne hat ja gesagt, das Klimathema wieder auf Nummer 1 zu setzen. Also für mich ist der Punkt auch, dass es den Leuten, insbesondere den politischen Entscheidungsträgern, aufgehen muss, dass da dass jetzt die Energiekrise und die Klimakrise mit denselben Antworten. Jetzt sind Sie bei mir stumm. Herr Obergassel, ich höre Sie nicht mehr, ich weiß nicht. Nee, ich höre Sie leider nicht mehr. Nee, die Diskussionsteilnehmer schreiben auch. Tut mir leid, Herr Obergassel, schalten sich dann nochmal stumm und wieder. Nee, ich höre Sie leider nicht. Dann müssen wir es leider hierbei bewenden lassen. Tut mir leid. Herr Schneider, habe ich kurz was gehört? Nee. Es funktioniert leider nicht. Herr Schneider, wie würden Sie Ihre Erwartungen und Ihre Hoffnungen oder vielleicht auch die Beschränkungen bei der COP beschreiben? Ja, vielleicht auch mehr in Ergänzung. Ich glaube, wenn es bei diesem Arbeitsprogramm zur Minderung deutliche Fortschritte gibt und wirklich fokussierte Aktivitäten, dann wäre das jetzt ein wichtiger Erfolg auf einer Arbeits-, aber auch auf einer politischen Ebene. Wenn es Fortschritte gibt oder sich mögliche Kompromisse bei Verluste und Schäden andeuten, wäre das auch ein Fortschritt oder zumindest, wenn das nicht zu einem Riesen-Eklat wird, wäre das so, glaube ich, als Signal an die Entwicklungsländer sehr wichtig. Aber das ist definitiv ein schwieriges Thema. Und für mich persönlich ist es natürlich auch immer ein großer Erfolg, wenn auf diesen ganz technischen Ebenen es sozusagen weitergeht und gute Erfolge gemacht werden und eine Reihe von weiteren Entscheidungen getroffen wird und wir da auf die Erfolge von Glasgow aufbauen können. Dankeschön. Ich habe etwas gehört, Herr Obergassel. Möchten Sie es nochmal probieren? Jetzt sind Sie zwar stumm geschaltet, aber vielleicht war es ja Ihr Handy, was geklingelt hat. Ja, können Sie mich jetzt hören? Ich kann Sie hören und finden Sie den Anschluss noch zu dem, was Sie gesagt haben? Ja, ich weiß jetzt nicht, ab wann ich stumm war. Was ich sagen wollte, war, dass die Konferenz hoffentlich das Bewusstsein befördert, dass man sich nicht entscheiden muss, Klimakrise bekämpfen oder Energiekrise, sondern dass das beides gleichzeitig geht. Wenn man massiv die Erneuerbaren ausbaut, massiv die Energieeffizienz verbessert etc., dann bekämpft man damit beide Krisen. Das wäre mein Wunsch. Und auch, dass es insbesondere auch bei den Themen vorangeht, die den Entwicklungsländern am Herzen liegen, dass die Industrieländer, was die finanzielle Unterstützung angeht, ihr Versagen wieder wettmachen, was die 100 Milliarden angeht. Also aus meiner Sicht müssten sie zusagen, dass es zumindest im Durchschnitt 2020 bis 2025 dann jährlich 100 Milliarden werden. Also dass entsprechend in den nächsten Jahren mehr als 100 Milliarden geleistet werden, dass es dann im Durchschnitt dann noch auf die 100 rauskommt. Ja, und eben auch, auch ein Entgegenkommen der Industrieländer beim Thema Loss and Damage, was den Entwicklungsländern eben auch sehr stark am Herzen liegt. Ja, damit sind wir am Ende. Herr Schneider, Herr Höhne, Herr Obergassel, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen. Ich habe viel dazugelernt und ich würde mir bestimmt helfen, jetzt in den kommenden 2 Wochen dort nach Sharm el-Sheikh zu gucken. Ich danke auch Ihnen sehr, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, für Ihre wirklich zahlreiche Teilnahme, für Ihre vielen interessanten und neugierigen Fragen. Das war wirklich toll. Noch ganz kurz, das Video und das Transkript zu dieser Sendung finden Sie so schnell wie möglich auf der Webseite. Das Transkript kommt wahrscheinlich morgen. Wenn Sie es vorher brauchen, schreiben Sie uns per Mail. Ebenso, wenn Sie den Audiomitschnitt wollen. Die E-Mail-Adresse ist redaktion@sciencemediacenter.de. Damit sind wir am Ende dieses Prä-COP-Press-Briefings. Herr Höhne, Herr Schneider, ich wünsche Ihnen viel Spaß und spannende Eindrücke in Ägypten. Und auch Ihnen, Herr Obergassel, bis zum nächsten Mal. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, tschüss.